einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr könnt uns hören. Ihr wisst ja, Albi hat alles umgebaut und ich muss schauen, ob die Ausschläge da sind, aber sie sind da. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich würde sagen, Paddy und mir geht es auch wieder gut oder nicht so gut, Paddy? Was würdest du jetzt behaupten? Ja, gucken wir mal, ne? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Wenn man das Reden vermeidet, geht's meistens, aber mal gucken. Ja, mal gucken, so sieht's aus. Also, Paddy angeschlagen, wieder ein bisschen krank. Ich war jetzt eine Woche krank, ich war eigentlich komplett ausgenockt. Also, nicht komplett. Ich dachte, es wäre wieder gut. Danach wurde es wieder schlimmer. Ein bisschen Husten kam zu Stupfen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht einen Hustenanfall bekommen. Wir dürfen nicht zu viel lachen. Wenn man lacht, dann muss man immer husten. Ne? Man kennt's, oder? Also, egal. Also, Grüße an Fossi. Grüße an alle, die vielleicht auch da sind, jetzt hier diese Partie reinzuschneiden, hier rein zu sneaken, sich reinzuziehen gegen Kova Gaming. Ich weiß gar nicht, Paddy, hast du zufällig eine Info, Kova Gaming, wie sie gerade stehen? Nö. Um es genau zu nehmen, nö. Perfekt, wie immer vorbereitet. Ich war so spät am Rechner heute erst. Also mein Expertencaster, ihr wisst Bescheid, es ist der Colorcaster, der junge Mann da drüben. Er ist immer perfekt informiert, also wir werden diese Information gleich bekommen. Aber ich würde sagen, das wird auf jeden Fall bestimmt ein Hammerspiel. Ich hoffe, wir können davon ausgehen, dass wir, auch wenn wir heute mit einem Stand-In spielen, wirklich auch mal einen Sieg wiederholen. Weil ich muss ehrlich sagen, gegen Pharma G und seine Crew, ja, Balu und seine Crew, Pharma G und seine, passt da, ne, eigentlich so, war krass. Ja, der eine fliegt, der andere fährt Trecker. Ja, aber ja, der hat aber, da waren Seiten, da waren Platz für alle, wobei, overall, von des, wenn man letztes Mal die Scoreboard betrachtet, alle haben geil gezockt bei SSP, aber Pharma G, diese eine Runde, die war, wird im Kopf bleiben, hat uns alles kaputt gemacht, die hat uns so zerlegt, das war einfach nicht schön, aber egal. Ich würde sagen, Paddy, guck noch kurz rein. Wir gehen schon mal in-game. Die Messerrunde schon tatkräftig hier uns reinsneaken. Denn es geht schon los. Messerrunde geht an uns, an die Dudes. Ich denke mal, wir werden wechseln auf die CT-Seite und dann geht es ab. Und wir haben die Info. Otto, Disto, Straxy, Askan. Otto ist ja im Endeffekt jetzt neu im Team für Nolan. Und heute ist Debre leider ausgefallen. Deswegen gibt es hier, wie man sehen kann, Toschas mit dabei. Also ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ja, so, mittlerweile habe ich es auch rausgefunden. Mein PC ist wieder extra schnell gewesen. Steht genau gleich wie wir, haben auch 3 Siege, 5 Niederlagen. Auch 3 Siege, 5 Niederlagen. Na, dann wird es Zeit, dass wir 5 Punkte machen. Abstieg will ich nicht unbedingt. Ich würde schon mal gerne die Playoffs erreichen. 7-5 ist, glaube ich, dann ist Playoffs, glaube ich, drin. In der Serie Main ist es, glaube ich, machbar. Sollte reichen. Aber da muss Gas gegeben werden jetzt. Ganz klar, eine 5er-Streak wäre schon mega. Ist ein MR12. CS2 finde ich schon sehr, sehr krass, sehr, sehr schnell. Ja, am Wochenende hat man das wieder gemerkt, ja, wie schnell die Intel Extreme Masters einfach vorbei waren mit dem MR12. Das ist, die Tage gingen so schnell rum, ja, obwohl es eigentlich nicht so war, wenn man auf die Uhrzeiten guckt. Ja, aber jetzt auch relativ spät gezündet. Ne? Man muss ganz klar sagen, hätte natürlich länger gehen können, aber es ist kein Vergleich, also das Spiel ist einfach anders so ein bisschen und es ist halt, ich weiß nicht, wie gesagt, ich bin kein Fan von MR12, ich bin eher MR15, ich hoffe, man wird es auch wieder zurückrotieren, dort in der Hinsicht, schauen wir mal. Trotz, was ich auch gut fand, dass es halt ein Best of 5 doch trotzdem gab, das war gar nicht so schlecht. Also wir sehen, es geht los, Pistol Round Nummer 1, die Dudes, wie zu erwarten, gehen auf die CT-Seite, nein, bleiben auf der T-Seite. Nein, das ist auf der T-Seite. What? Gehen bleiben auf der T-Seite geblieben, natürlich. Werden wir natürlich unsere Jungs wieder full supporten. Die Mittekontrolle ist schon hier bei den CTs. Und Snow, Junge, der lässt es hier wirklich keine Schneeflocken regnen, sondern eher Hagelkörner. Junge, hat der gerade gefetzt. Also, ich kann gerne nochmal die Face-Nachricht vorlesen. Und zwar steht da ganz klar, Team Epic Dudes didn't decide in time. It has been randomly decided to keep sides. Dein Ernst? Also da hat irgendwie, ja, genau das steht im Chat gerade von Facebook. Nein! Also hat man komplett gepennt oder was? So sieht's aus, ja. Heftige Nummer. Oder keiner die Macht, das einzugeben. Ich weiß nicht, wer als Team-Captain noch, Askan müsste doch eigentlich als Team-Captain drin sein, oder? Ich weiß es nicht. Und gerne ein Feedback zu Paddy, seine Voice. Bei mir persönlich bist du ein bisschen übersteuern, aber vielleicht ist es nur bei mir mein Empfinden. Empfindliche Ohren bekommen. Aber da, was war das denn jetzt hier gerade von Snow, bitte? Haut der einfach mal die Dinger, die Bretter raus und das ist natürlich kein gut schönes Zeichen, die Pistole hier zu verlieren. Ich weiß trotzdem immer noch nicht, Paddy, warum man auf Krampf diese Map hier spielen muss. Ich weiß nicht. Ich fühle die Dudes nicht auf dieser Map. Ich fühle sie einfach da nicht bisher. Ist irgendwie, ja. Man spielt sie auf Krampf. Ich weiß es nicht. Will man unbedingt die trainieren? Ist man auf anderen Maps noch schlechter?
Keine Ahnung. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ja, vielleicht zeigen sie uns heute oder belehren uns heute eines Besseren. Nicht zeigen uns eines Besseren. Jetzt erstmal hier die Pistole gegen die Force Buy bzw. die Buy. Hat man natürlich auch. Oh mein Gott. Da fallen leider viele Spieler. Otto kann den zweiten Zorn machen, aber es ist eine 3 gegen 2 Situation. Kompletter Chaos gerade gewesen. Snow ist jetzt hier parat. Kann Otto rausnehmen und somit ist es dann nur noch ein Spieler über und das ist Askan, der steht hier mit der Diegel noch im Eck, wird aber schon angezielt hier von Snow. Der macht den nächsten Frag, damit die zweite Runde auch klar für Cobra Gaming. Ja, keine Chance hier. Snow ist hier vielleicht die sichere Bank fürs Team, fürs Gegnerteam. Ich bin gespannt. Toshas, gucken wir mal, ob er sich damit hier eingliedern kann, ob Otto auch wieder so glänzt wie letztes Mal. Der letztes Mal, wie hieß er letztes Mal noch? Das weiß ich nicht mehr. Habe ich auch leider vergessen. Da haben wir mal was vorgelesen. Aber egal. Hoffen wir, dass Otto rasiert. Starker Spieler auf jeden Fall. Hat aber dann gleich in Richtung Overtime und Seitenwechsel nachgelassen. Aber okay, jetzt ist ein neuer Tag, neues Glück. Jetzt sehen wir nochmal eine kleine Echo-Round hier von den Dudes. Ganz schneller B-Go. Der ist schon mal nicht schlecht. Von nur irgendwie Kasolta besiegen. Strax hier holt sich Flolo. Auch nicht schlecht. Und damit hier nochmal alles offen. Vorteil für die Dudes. Unglaublich. Na, da hat Snow aber auch genau gewusst, dass da noch Straxy irgendwo stehen muss. 3 gegen 3 Situation. Wir sind schon im Afterplant. Zwei Leute kommen über die Rampe. Da muss jetzt hier gleich wahrscheinlich Askan zuschlagen. Aber jetzt natürlich auch von hinten der CT gefallen. Askan kann hier nur ein bisschen Schaden machen. Vielleicht kriegt er den 13% Spieler selbst das nicht. Und damit ist die Runde durch. Snow ist schon am Diffusen. Gleichzeitig holen die anderen beiden Mates die zwei Frags. Dritte Runde. Immer in der Bombenplant noch dabei. Und somit gehen wir jetzt in Waffen. Ja, der Plant war doch in Ordnung. Damit hat man, glaube ich, zweimal einen Plant geschafft. Ne, nur erste Mal. Ups, ich dachte, letzte Runde dabei auch ein Plant gewesen. Aber es war halt, glaube ich, nur... Bestimmt, man ist aufgehalten worden durch die Molle und dann die Doppeldeckung. Dann auf dem Go. Aber somit hat man nochmal einen Plant rausgeholt. Ist gar nicht verkehrt. Solides Ding. Rein geht's in Runde 4. Waffen dabei. Paddy hat's gesagt. Jetzt Daumen drücken. Jetzt müssen die Dudes Gas geben und uns zeigen, was sie drauf haben. Ich weiß nicht, geldtechnisch sieht es bei den CTs gar nicht so gut aus. Man hat gut Schaden gemacht. Aus Sicht der Dudes kann man eigentlich, wenn man jetzt übertreibt, ein bisschen aber zufrieden sein, sage ich jetzt mal von dem Ergebnis her. Solide, sag ich jetzt. Aber okay, jetzt muss man aufpassen. Die Utility fliegt schon rein. Distu hat nur noch 57%. Aber der Frag von Strax sitzt. Und das blind. Und das blind natürlich wunderbar und holt den Top-Fragger raus im ersten in dem Moment. Bisher Snow. Mal gucken, ob er wirklich noch der Top-Fragger allgemein ist. Aber es ist ein wichtiges und richtiges Ergebnis für uns. Wir sehen hier langsam schon drei Leute, die sich weiter Richtung B aufbauen. Toscha geht langsam hoch Richtung Rampe. Da liegt noch eine Smoke. Man wartet jetzt nur darauf, dass sie fadet. Sie ist jetzt weg. Mal gucken, ob man da vielleicht jetzt den Entry holen kann. Gegen Solta, der da alleine auf dem Spot ist. Jetzt kommt aber Follow dazu und die Mitte wird auch schon eingenommen. Jetzt hat man sie so ein bisschen in der Zwickmühle. Das heißt, man muss jetzt entweder den Go machen oder es kommt von hinten Leute und das sieht gut aus. Distu, Straxy und Askan holen jeweils einen Frag und somit ist es halt nur noch ein Spieler, das ist Follow. Der ist in CT und wird jetzt auch von Otto rausgenommen. Vier Leute überleben und man kann sich hier die erste Runde in diesem Spiel sichern. Ja, schöne Runde in dem Fall. Auch relativ clean. Vier Leute überleben. Also da kann man nichts gegen sagen. Klar muss man vielleicht drüber nachdenken, ist es jetzt der Frag gewesen gegen Snow in der Mitte? Großes Fragezeichen, weil das ist ja so diese sichere Bank bisher gewesen vom Gegnerteam. Ich habe ein bisschen Angst um diese 666. Wer den Cast gesehen hat bei mir auf dem Kanal von Zero Zero Nation gegen Beefy 666, der weiß, dass diese drei Sechsen nicht Gutes heißen. Und vielleicht deswegen, dass Snow auch vielleicht einen Tick zu viel weiß. Aber wir werden sehen, was passiert. Runde Nummer 5, meine Lieben. Distu, blinder Modus, diesmal unglücklich. Und Kesolta holt sich den ersten Frag gegen uns. Und wir müssen erstmal jetzt wieder irgendwie schnell Reflex ziehen gegen die natürlich komplette Force von den CTs. Oh, schlechtes Timing hier für Straxy. Der guckt in der Mitte gerade nach rechts hoch und dann kommt aus dem Donut der erste Spieler raus. Holt den nächsten Frag. Herr Snow mit den nächsten Frags und damit die nächste Runde auch hier für Cobra Gaming. Da ist er Snow wieder. Ja, ja. Verdacht steht nah.
Verwandtschaft mit Beefy, meine Lieben. Hoffen wir einfach nicht. Die Jungs den Gas geben, aber die Runde war auch keine guten, lief auch überhaupt nicht irgendwie so, ne? Wo war der erste Frag gerade? Wo war es denn? Aus dem Seitengang? In der Mitte war der zweite Frag gegen die Straxi. Genau, aus dem Seitengang raus ist der Straxi geholt. Ne, nicht Straxi. Wer war es denn? Wer ist denn? Doch, Distus, glaube ich, geholt worden, oder? Kann sogar sein. Am Seiteneingang, ja. Zwischen Rampe und Seiteneingang. Da ging es halt schon los. War schon ein bisschen bitter. Jetzt geht man relativ zackig vor. Erste Fracking verloren. Schön gegen Snow. Straxi mit dem Double. Ganz wichtiges Ding jetzt erstmal. Jetzt muss noch ein bisschen Druck gemacht werden gegen die beiden Spieler hier im Seitengang. Straxi kann überleben, kriegt hier keine Granate ab. Und wir haben den Vorteil auf Seiten der Dudes. Aber eine Straxi, die hat nur noch 17 HP, meine Lieben. Wie sieht es aus bei dem Rechts-Otto? Aber noch voll da. Alle anderen am 100%. Aber ein wichtiger Push hier in der Mitte. Und jetzt bin ich gespannt. Ja, WP. Nee, Otto ist es. Die T2. Mindestens ein Spieler. Jetzt weiß ich, den zweiten Duell der Strays. Geht nach hinten los. Was wird Toschas machen? Der Ersatzspieler für Debre. Einfach mal pieken. Damit rechnet hier Kersolta überhaupt nicht. Einfach mal rausgehen jetzt hier. Nein! Oh nein. Und Kersolta wird ihn jetzt einfach abholen. Warum er auch nicht nach links checkt. So bitter. Ausgleich und eigentlich 2,5 Spieler bei uns und bei den Jungs 3 Spielern. Und dank der Information weiß man, es soll der A-Go sein. Aber die Dudes mit einem guten Aktion, mit einem guten Move, gehen doch wieder zurück Richtung B, nachdem sie gemerkt haben, okay, wir wurden entdeckt. Und Askan aber schon in der Mitte, sehr weit vorne. Das könnte genau der Schlüssel zum Sieg sein. Ah, verschließt er leider. Hat jetzt natürlich eine Position, die eigentlich ganz gut ist. Aber natürlich auch bekannt jetzt mit diesem Einschuss. Aber dadurch kann er mit der Smoke, hat er viel rausgeholt. Und jetzt geht's hier ins Duell im Endeffekt. Askan muss aufpassen. Der wird durchgejumpt, Angeschuss ist da, wunderbar. Der Frag aber von Kersolta nicht, aber die Bombe liegt. Und damit haben wir trotzdem den Vorteil auf Seiten der CTs. Aber dann 2 Low-Spieler. Otto muss jetzt glänzen, muss uns jetzt zeigen, den Otto zeigen vom letzten Mal. Frecher Play jetzt hier an der Smoke. Ah, das wird es aufgehen, das ist die Frage. Oh, den muss Otto machen, das ist wichtig. Oh mein Gott, Otto muss jetzt hier Gas geben. Granate kommt gut. Oh, schön von Otto. Das ist die Runde, die Granate hilft hier, rettet unser Team. Die AWP mitnehmen. 4:2. Boah, war das close. Aber trotzdem ein super Move hier von den Dudes hier zurück zu umzudrehen, sage ich jetzt mal 180 Grad, 360 wäre ein bisschen mehr im Kreis. Und wieder Richtung B zu rotieren, nachdem der kleine Frechter Kersolta sich hier den Frag holt gegen Toschas. Aber alles gut, immer gut, kann man vielleicht fast sagen. Der Force von den CTs ist wieder da. Die müssen wir jetzt auch mal überstehen und dann können wir hier ausgleichen zum 4-4 eventuell. Ich hatte ein bisschen Angst, als Otto da ziemlich viele Schüsse gebraucht hat, um den Spieler mit der Granate in der Hand zu erwischen. Nicht, dass da dann die Waffenswitch kommt und es Lucky drauf geht, aber jetzt mal ein Tempowechsel. Soll schnell auf B gehen, sieht auch ganz gut aus. Man hat da wahrscheinlich einen Force-Buy auch erwartet. Oh, die Molle ist gut. Vielleicht die Schnelle. Oh nein! Und am Ende ist es ein 2 gegen 2. Ja, und Toschas muss noch überzeugen. Vielleicht kann er den Frag machen gegen Mendel jetzt. Der hat auch noch nicht ganz geglänzt. Jetzt ist es der Frag, schön von Toschas. Genau, den wir brauchen. Askan verschießt, keine Ahnung, was mit dem los ist. Jumpt jetzt letzte Zeit immer wieder öfters mal. Öfters schon beobachtet. Toschas jetzt mit der Möglichkeit von hinten schon mal abdecken. Jetzt bloß nicht einfach reingehen. Die Fuse wurde noch nicht. Jetzt kommt die Flash. Askan fliegt drüber, kriegt auch ab. Muss man aufpassen. Askan! Oh, er kriegt den Frag nicht. Aber natürlich auf den Spot drauf ist gut. Es will natürlich Toschas versuchen, die AWP rauszunehmen. Er muss ins Duell versuchen zu gehen. Boah, und beide sterben an der Bombe. Am Ende ist es okay. Für uns ist es okay. Man hat das erreicht, was man wollte. Ja, aber das, also sauber ist es hier noch lange nicht, muss ich sagen. Ich hoffe, hier werden wir... Das ist mir auch alles egal. Wenn wir so die Playoffs erreichen und dann die Playoffs so lange trainiert haben, dass wir ein geiles, sauberes Counter-Strike langsam sehen... Von mir ist auch dann ganze Zeit Ancient als erste oder zweite Map. Und wie sie dann auf Perfektion können, ist mir alles egal, Paddy. Und grüß dich, Blei. Ja, der ist jetzt Blei frei. Der ist jetzt Blei frei, ja.
Mendel wurde da entdeckt. Wird rausgenommen. Oh, ich dachte gerade erst, er kann noch einen Frag mitziehen, aber das war woanders. Da hat Snow wieder den Frag gezogen. Der ist gefährlich, meine Lieben. Jetzt wieder aufpassen. Straxy nimmt erstmal zwei Spieler so ein bisschen raus. Ich habe gar keine FPS-Anzeige. Weiß gar nicht, ob bei mir komplett alles im Eimer ist. Aber man weiß es nicht. Oh, dies du fällt einfach genau durch die Smoke. Es ist Palvisha. Unglaublich frech. Er hat auch übrigens 666. Hat auch sowas drin. Na, klasse. Ja, ja. Diese ganze Cheater, ich sag's euch. Ist wie ein Clan. Oh, Toschas. Oh, starke. Macht hier der Move. Erst macht er, den zweiten muss er holen. Aber Snow ist einfach super strong. Und der A-Spot, ja, der ist hart umkämpft. Die Bombe immer noch nicht gelegt und... Ja, da verschlägst mir direkt die Sprache. Was soll denn die Scheiße hier? Diese Klicks, dieser Deagle, die sind aber auch wirklich überall einfach nur der Hölle. Man weiß, dass Askan da ist. Es ist Askan im 1 gegen 3. Nice! Nummer 1. Nice Nummer 2 und nice Nummer 3 jetzt bitte noch. Hat noch 30 Sekunden, also noch gut Zeit. Oh, was hat Askan für eine Sens, Junge, Alter? Oh, leckt der bei dir auch. Das ist hier Leck, Runeterre. Hat den nächsten. Jetzt musst du nur einen Donut-Spieler kriegen. Muss er planten. Plant jetzt, aber leider. Ne, der plantet okay. Oh, und jetzt hat er sich selbst vergambelt, oder? Schafft das noch? Oh, das ist zu spät. Oh, einfach hinter die Kiste legen. So bitter. Oh, und dann stirbt er jetzt auch noch nach der Zeit. Heißt kein Geld für ihn. So bitter. Läuft gerade gar nichts. Bitter für die Dudes. In dem Fall, keine Ahnung. Never change your running system. Einfach weiter auf den B-Spot gehen, Penny. Einfach weiter auf den B-Spot. Der A-Spot ist nicht so das Ding. Zweite Mal A, zweites Mal, glaube ich, hat es nicht funktioniert. Ja, ist natürlich auch ein bisschen unlucky, ne? Du kassierst dann den Shot durch die Smoke mit der Deagle gegen Distu. Das tut natürlich dann auch direkt weh in so einem Moment. Ja, ja, klar. Kommst dann halt nicht zum Bombenplant. Ist doch sehr schwer. Da stehen auf einmal alle CTs da. Aber ich muss auch sagen, auf dem Tier-1-Level ist es genauso schwer. Die alle tun sich schwer, hier auf diesem A-Spot Bombe zu legen. Auch ein Big hat Probleme gehabt. Immer wieder Shots durch die Smoke. Das sind super schwierige Punkte. Oh, ein schöner Rush jetzt hier. Richtung B wieder drauf. Never change a running system. Snow mit dem Fracking Askan. Straxy mit der Deagle. Oh, erfolgreich. Die Runde auf immer wieder offen. Sehr schönes Ding. Die Dudes jetzt dabei. Die Smoke kommt gut zum Timing her. Und die MAC-10 im Nahkampf ist einfach weitaus besser. Von hinten ist Straxy da. Nur noch Flow, Follow am Leben. Der kann safen gehen. Aber eine MP9, ja, okay. Kannst du mitnehmen, aber ich weiß auch nicht. Aber bringt ihm ja auch nicht wirklich so viel. Ja, doch, es ist eh eine Eco nächste Runde. Beziehungsweise ja, vielleicht sogar eine Force-Buy. Nee, sogar eine Force-Buy. Ja, aber es ist halt noch also keine... Wir müssen reinkaufen. Es gibt noch keine richtige Konstante. Die einzige Konstante hatte man drüben bei den CTs. Jetzt, sag ich mal, 3 Runden lang nach der gewonnenen Pistol-Round und danach ging es eigentlich hin und her, oder? Also, ja, eigentlich gefühlt ein Karussell, eine Schlammschlacht. Und die Dudes brauchen die Konstante. Mit dieser Konterrunde jetzt wieder hat man wieder so ein bisschen die Konstante. Ah ja, und bei uns ist es halt Straxy, der ein bisschen heraussticht. Drüben ist es Snow und Kasolta. Mal schauen. Abwarten. Tee trinken, Gas geben. Jetzt bin ich gespannt auf eine sehr wichtige Runde, Paddy. Es ist einfach wieder eine wichtige Runde. Jetzt hat man wieder so eine komischen Deagles gegen sich. 3 Stück da an der Zahl und die eine MP9. Wir dürfen jetzt nicht kassieren, ja, auf keinen Fall. Nee, wir müssen jetzt die Runde holen, damit wir die Eco hinterher spielen können. Also, ist Pflicht. Dann sind wir in Führung für das erste Mal hier jetzt dann. Ich glaube, wenn man die Runde auch abgeben sollte, Paddy, muss ich ganz ehrlich sagen, wird man heute auch nicht gewinnen. Weil so eine Runde, eine zweite von so einer Runde abgeben, das ist brutal. Das wäre echt, das wäre zu viel. Und es sieht halt echt krass aus. Guckt dir an, Paddy. Man ist zu viert auf diesem fucking A-Spot. Das kann doch nicht sein. Was für ein Gamble von den CTs. Es gibt okay, auch keine Anstalten. Muss man sich jetzt halt irgendwie holen. Mit allen möglichen Sachen. Vielleicht einen vorschicken. Den an der Kiste hat man schon mal, das ist schon mal gut. Man hat natürlich klar den Waffenvorteil. Ja, sehr gut. Und die Smokes liegen jetzt auch. Jetzt kann man ein bisschen anplanten. Wichtige Frags, die erst fallen. Da geht doch. Schöne Duelle. Also eigentlich keine Duelle. Eigentlich wird jetzt mal gut abgezockt. Sehr wichtig. Kasolta kann auch nichts machen. Nur noch Snow am Leben. Mal gucken. Auch der. Und dann überlegt man komplett. Das ist schön. Stark. Damit hat man jetzt auf jeden Fall bis zum Ende Geld.
wichtige, ganz, ganz wichtige Runde für uns. Ey, ich weiß gar nicht, wie ich mit dem Bein... Ich zappel richtig mit den Beinen, Alter. Weißt du das? Weil ich schon ein bisschen nervös. Die haben mich nervös gemacht. Wirklich. Ich hab mich wirklich nervös gemacht. Das kann nicht sein, sowas. Ja. Aber diesmal haben sie mir gezeigt, die Jungs. Nicht mit uns ein zweites Mal ganz clean gezockt. Da wurde ja auch die Utility auch mal reingeschmissen. Ich weiß nicht, ob man vor zwei Runden Utility hatte oder nicht. Hat man vielleicht einfach auch nicht genug genutzt. Diesmal hat man einfach wirklich sauber gezockt. Das war viel später oder... Nein, so viel später war es nicht. Das war auch gegen Waffen, oder? Nein, das war auch so eine Force bei mir. Stimmt, das waren auch so Deagles und so. Ja, Deagle, eine M4 und so. Deswegen, es war ein bisschen besser. Schöne Granate. Es waren ein paar bessere Waffen, nicht zu vergessen. Aber trotzdem holt Snow Otto. Jetzt weiß man aber Bescheid, wo die Spieler sind. Dementsprechend kann man jetzt dagegen arbeiten. Man weiß, dass sie wahrscheinlich hier aus der Mitte beziehungsweise Donut und von A lang kommen. Ja, keiner über CT. Ready. Oh, die AK kriegt man. Bitter. Ja, und du darfst da jetzt auch nicht sterben zu früh. Ja, ist eh vorbei jetzt. Straxi muss doch irgendwie wegkommen. Will früh genug loslaufen. Ja, aber sie haben ja Geld zum Nachkaufen. Das ist alles halb so schlimm. Ja, aber jede AK, die du jetzt in CTs gibst, ist den Gold wert für die, Alter. Deswegen darfst du keine Waffe müssen aber auch erstmal da dran kommen. Eine haben sie bekommen. Weil man halt da vielleicht von Sachen, die es so nicht weit genug gepiekt hat. Jetzt wird interessant. Jetzt bleibt man in der CT-Base. Ganz gefährlich. Und Toshas. Nur Straxi überlebt. Straxi ist der überlebt. Straxi muss wegkommen. Ist das geil. Unglaublich. Wer bei T-Base gelaufen, Alter. Was für ein Call, ey. Was für eine Aktion, ey. Lustig. Ja, ein bisschen lachen kann man auch. Vielleicht die Jungs alle auch wahrscheinlich am Ende. Aber wie Paddy schon sagte, die haben genug Geld. Alles wird reingekauft wieder. Für uns ist kein Problem. Für den Gegner, die haben es auch gut gemacht. Haben auch nochmal innegehalten. Auch zum allerersten Mal AWP, glaube ich, oder? Also Follow hat noch, ich glaube, Follow hat noch nicht einmal AWP gespielt, was natürlich auch manchmal ein Fehler ist. Aber da siehst du halt, was für ein Chaos-Spiel es die ganze Zeit war. Auch für die CTs. Man kam nicht rein. Das richtige Money-Management. Immer ein Hin und Her. Oh, schön von Askan. Schöner erster Frag mit der AWP auch. Ich glaube, es ist auch sein erster. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber auf jeden Fall wichtig, mal so einen aggressiven Peak zu kriegen. Ja, doch, ich glaube, er hat zwar die AWP gehabt, aber hat immer nicht getroffen oder die Frags von woanders geholt. Für ihn ist auch wichtig, dass er halt wirklich auch mal trifft, weil er ist auf jeden Fall noch nicht da, wo Askan in CSGO war mit der AWP. Muss ich ganz klar so sagen. Es sind aber, geht aber vielen AWPs so hier in CS2. Ist hier nicht mehr böse gemeint. Ist einfach ein ganz anderes Spiel. Und die Waffen mit den Ferrari-Peaks, die haben einfach so krassen Vorteil. Ist heftig. Ja, da muss man sich halt erstmal dran gewöhnen. Und die das zuerst umsetzen an der AWP, werden hier ihre Vorteile in CS2 auf jeden Fall rausziehen. Der Gamble vom Gegnerteam. Und Otto mit einer richtig kranken Position. Hat er noch eine Smoke? Hat er leider nicht mehr. Hat gar keine Utility mehr. Und er kann aber hier gleich in der Rotation alle wegschießen. Wenn die nicht hingucken, könnte Otto hier der Neckbreaker sein. Und wir können damit 7-5 und das auf der T-Side uns holen. Das wäre natürlich insane. Ja, das wäre wirklich insane. Jetzt geht's rauf auf den B-Spot drauf. Man guckt nach hinten. Otto, jetzt bloß chillen. Langsam bleiben, nicht schießen. Otto! Nein! Snow is ready, Alter. Aber auf der anderen Seite ist es Toshas. Mit dem Double, ganz wichtig. Noch eine Flash rein. Snow und Follow kommen. Mit großen Schritten. Aber es ist Toshas. Da war die Waffe leer. Hätte man mal nicht geswitcht. Das ist natürlich ein Problem, sowas. Ja, schön gemacht. Da holt sich Askan auch noch Follow. Easy. 7-5. Starke T-Side jetzt am Ende doch noch draus geworden. Richtig gut Gas gegeben hier bei den Dudes, muss man sagen. Hat mir auf jeden Fall mehr gefallen als die ersten 6 Runden, muss ich ganz klar sagen. War auch konstanter, als wenn man so einen Schalter umgelegt hat. Komm, Jungs, lass mal jetzt einmal kurz nach Plan spielen. Lass mal ein bisschen ernster machen. Die Gegner sind nicht schlecht. Und lass mal Full Fokus gehen jetzt hier. Weil da am Anfang, ich sag, die ersten paar Runden dachte ich so, was ist das für ein Gewusel, auch bei den Dudes einfach. Weißt du, so richtig heftig. War Chaos gefühlt. Aber mal gucken. Jetzt ist es die CT-Seite. Letztes Mal war es ja auch so ein Problem. Man hat 10-2 rausgeholt, oder? Und dann auch keine Runden geholt, also aus Seiten der T-Sicht. Jetzt hat man 7 Runden geschafft. Jetzt hoffentlich kann man so geil CT-seitig spielen wie zuvor gegen SSP. Und Askan ist ready, Alter. Askan ist da. Otto mit den ganzen Aktionen hier in der Ecke. Keine Ahnung wie. Holt hier alles raus. Verhindert den Plan. Und dann geht es hier gegen Follow. Der hat keine Munition mehr. Da kommen sie von allen Seiten. Messerfrag wäre drin gewesen, meine Lieben. Aber schöne Runde. 8-5. Pistol geht diesmal an die CTs. Also in dem Fall 1-1 in Pistols.
Und da sehen wir direkt M4, eine zumindest. Ja, bei Askan, war zu erwarten. Der hat 3 Frags gemacht, der kann sich einen leisten. Ah, noch eine zweite sogar noch drin für Straxy. Und auf der anderen Seite werden wir nichts sehen. Ist aber interessant, Paddy, zum auf die M4 geht bei Askan, obwohl er die AWP ist, eigentlich für die Zukunft. Ja, okay, meistens sehe ich die Leute in MP9. So, jetzt erstmal die ersten 2 Runden reicht. Ja. Aber jetzt muss man aufpassen. Oh, gefährlich. Jetzt braucht er Support. Kann er Waffe abgeben? Nee, Straxy. Straxy, du bist da, Bruder. Oh, Straxy! Bitte mach es! Straxy ist ready. Toshas, Ask. Alle da. Brutal. Okay, es war zum Glück nur eine einzige Digel, oder? Und die hat Askan abgeben, ja, genau. Ins Gesicht. die hat Askan auf jeden Fall irgendwie in den Hals bekommen oder in die Schulter. Wäre es im Kopf gewesen, dann wüssten wir alle, was mit ihm gewesen wäre. Aber das war. Hat nie getan. Der Gegner sofort in die AWP. Follow ist da. Jetzt bin ich gespannt. Daumen drücken, dass wir auch die dritte Runde bekommen, Paddy. Weil hier hat man konsequent die Echo gespielt. Genau, man hat jetzt eine Echo gespielt. Man konnte ja auch nicht planten. War ja genauso bei uns auch. Aber komischerweise hat man aber da reingeforst. Deswegen ein anderer Playstyle. Definitiv, aber ich finde, für diesen Playstyle muss man auch confident genug sein, um auch zu holen. Weißt du, ich meine? Und es ist halt hier auf dem... Welches Level ist es hier? T3? Was kann man sagen? Vor. Ich finde es immer schwer zu sagen. Ja, aber ich denke so, ist ja nicht böse, den T1 ist ganz oben, T2 ist dann so Advanced, vielleicht nicht unbedingt T2, aber zum Teil vielleicht auch so ECL-Level. Und dann, deswegen. Ich denke, die sind alle krass, krasser als ich auf jeden Fall, aber... Ja, ist ja nicht schwer, weil du hast eine 4-stellige Zahl hinter dem T. Was soll das heißen? Ja, ich auch. Bin raus, Alter. Du hast einen im Tee oder so, glaube ich, Alter, gerade. Was ist los mit dir? Im Tee? Ja. Nee, hab noch keinen Alkohol getrunken. Das hätte ich eigentlich das ganze Wochenende machen müssen, war ja Karneval schließlich, ne? Ja, mach mal. Nee, lass mal. Zeiten sind vorbei. Ja, wir gehen rein hier in die Waffenrunde. Eigentlich eine sehr interessante Runde, weil wir doch schlechtere Waffen gerade haben in dieser Runde. Ach, wir haben durch die MPs noch. Ja, aber wir haben aktuell noch die Kontrolle. Das ist ganz gut. Ja, und Utility-technisch sieht es auch sehr gleich aus. Ja, sogar noch ein Tick besser, würde ich sagen, für uns. Aber jetzt musst du so rotieren. Verrät sich, jetzt muss man aufpassen. Man braucht irgendjemanden in der Mitte, dass er mal Kontrolle hält, weil jetzt wird es dann schwierig. Du kannst nicht alles halten. Da geht jetzt wahrscheinlich gerade einer hin. Siehst du jetzt mit der Möglichkeit? Nochmal nachgesmoked worden, auf jeden Fall. Das kommt ganz gut. Askan ist da für die Mitte. Genau der richtige Call. 3 Leute am B-Spot, das ist eigentlich richtig gut. A-Spot weiß man auch nicht, ob da was kommt. Aber man hat gar keine Information. Man gambelt jetzt hier für den B-Spot. Und das ist ein ganz guter Gamble. Die Molle kommt vielleicht zu spät. Siehst du mit einem schönes Ding auf jeden Fall am Ende. Siehst du, fällt dann zwar. Oh, und Straxy fällt auch. Toshas ist einfach drin hier. Aber auch nur einen leider. Schade. Askan ist da auf dem Spot schon. Askan, musst du ihn holen? Schafft's auch nicht. Die Runde ist weg. Außer Otto rasiert. Außer Otto macht den Snow. Ja, was jetzt ganz gut wäre, vielleicht noch ein, zwei rausnehmen, damit es nochmal teuer wird, die Runde. Wir sehen ja, wir haben genug Geld für die nächste. Und die Terrors sind ziemlich low gekauft. Also die haben gerade so alles rein investiert in diese Runde. Aber wenn jetzt noch ein, zwei Spieler rausnehmen könnte, wäre schon will gut. Er will auf Exit-Facts gehen, denke ich. Ja, ja, klar. Das gehe ich fast von aus. Die Frage ist, ob man Richtung Rampe executen oder exiten wird. Ich glaube nämlich nicht. Ja, wir sehen auch schon, Pavlir macht hier gerade Richtung CT die Kontrolle. Oh, probiert das noch, hat er Kit? Er hat ein Kit. Ah, war aber noch Follow nah genug dran. Ja. Aber damit nimmt er zwei Leute raus. Ja. Nice. Hätte klappen können. Wie viel MMR haben die Spieler so im Schnitt? Ich glaube, MMR haben die meisten gar nicht. Ja, das gibt weil ja sie alle nur Faceit spielen. Die spielen alle nur Faceit im Endeffekt. Ihr müsst Faceit spielen, da hast du auch wahrscheinlich weniger Cheater als so. MMR spielt keiner. Weil das ist halt so das Bemessungslevel. Da geht es halt bis hoch, bis Level 10. Und danach geht es halt noch weiter, kannst du weiter Punkte sammeln. Und ich glaube, die im Schnitt hier haben die, glaube ich, so, ich weiß es nicht, ob hier 3000 wahrscheinlich. Und das ist schon ein sehr hohes Level. Eigentlich alle. Aber es hat eigentlich auf einem gewissen Punkt dann nicht mehr viel zu sagen. Oh, schön von Toshas. Wir hatten natürlich jetzt hier auch eine kleine Bonusrunde. Jetzt haben wir die Waffen nochmal reingekauft. Wir sind noch im Vorteil. Toshas kassiert nochmal eine Granate. Einmal, glaube ich, in den Rücken. Deswegen hat man es klatschen gehört. Und gleichzeitig nochmal den Schaden von der Granate. Aber er lebt noch. Oh, schöner Move jetzt hier auf der anderen Seite. Von unserer Seite von Otto. Der hat auch nur noch 20%. Aber der Move könnte jetzt hier der Unterschied sein.
Damit rechnet niemand, Alter Paddy, oder? Niemand guckt nach hinten. Niemand. Otto, das Timing des Todes. Er muss bloß irgendwie in den Nahkampf kommen. Oh, oh. Steps kommen. Otto, bleib cool. Bleib cool, alle drei sieht er. Oh, jetzt alle drei gesehen. Nein! Bleib doch cool, er hat jetzt alle abfahren können. Easy peasy, Alter. Wow, Snow holt sich noch einen. Was macht Snow? Ja, gar man schafft es auf jeden Fall nicht, die Bombe zu legen. Das ist wichtig aus Sicht von Epic Dudes. Ja, das ist ein schönes Ding. 10 zu 6. Double Digits für die CTs. Für die Epic Dudes. Läuft. Also, CT-seitig, muss ich ehrlich sagen, gefallen mir die Epic Dudes um Längen besser, Paddy, hier auf Ancient. Um Längen. Allgemein einfach gefühlt. Es fühlt sich einfach mehr so an, als wenn man weiß, was man macht. Und du hast mehr Struktur so. Also mehr, nicht Struktur vielleicht. Für mich ist jetzt die Struktur nicht so ganz da. Aber aus ihrer Sicht wahrscheinlich, weil man merkt die Kontrolle. Man weiß anscheinend, wo der Gegner ist. Man kriegt es hin. Man macht die richtigen Calls. Und hat das Spiel einfach im Griff. Und das war letztes Mal ja eigentlich auf CT-seitig gegen SSP auch so. Deswegen gefällt mir eigentlich hier das schon sehr gut. Oder was meinst du? Ja, es sieht auf jeden Fall sehr gut aus, was sie heute hier spielen. Mal schauen, ob sie das auch jetzt hier noch weiter halten können. Das ist halt auch immer das Wichtigste, ne? Ja, jetzt machen wir den Schwarz mal. Otto macht jetzt Rasierruhe. Otto! Eine, zwei, schöner Spraydown. Erinnert mich gerade an Donk so ein bisschen hier. Dieser mega kranke Spraydown, den wir gesehen haben. Der, glaube ich, der war legendär. Da haben alle nicht mehr gewusst, was von der Welt gerade abgeht. Mit Donk. Hast du ihn auch gesehen? Den 3K? Spray? Nee. Nein? Oder doch? Hast oder du nicht doch? Gesehen? Ich weiß es nicht. Auf Overpass? Der auf Banane sozusagen, Richtung A-Spot. Die hatten eine Echo-Round, aber eine Force-Bar mit Deagles. Und die kommen gerade um die Echo und er fängt einfach an zu sprayen. Und sprayt perfekt und nimmt alle mit Kopfschuss raus. So heftig. Boah, ich weiß es gerade nicht. So ein. Da, selbst alle. Twitter stand nicht still, Alter. Danach. JDC wusste nicht mehr, was er sagen soll. Der war sprachlos. War schon nice. Muss man einfach sagen, das kriegt niemand so einfach hin. Und das sieht bei Donk so aus, als wenn er es einfach. Der ist. Donk ist eigentlich Donk de Neo, weißt du? Ist so. Der sieht irgendwas anderes. Der kann zwischen den Zeilen lesen, halt, ich sag's dir. Alles grün bei ihm. Askan ist frech. Askan, kein schlechter Move. Ein bisschen ungeduldig. Aber die Kontrollsmoke kommt. Direkt abgesmoked. Da kann auch Follow mit der AWP nichts machen. Und das ist natürlich immer ein bisschen bitter. Oh, die Mollo, die war interessant. Die sollte, glaube ich, ich weiß gar nicht, die war zu doll geworfen oder sollte die so kommen? Ich glaube nicht, er wusste nicht genau, wo er ihn zielt. Ja, da wurde gerade wieder schöne Granate genutzt, um die Smokes wegzumachen. Follow kann er den ersten sehen und Askan holt den Frag. Schön. Schönes Ding hier von Askan. Siehst du, ist schön durchgesprungen. Askan steht dann bereit, um den Peak von Follow zu sehen und dann wird direkt gefragt. Hat man nochmal eine Smoke? Hat man nochmal irgendwas? Askan. Verschießt leider, aber sind zu zweit am Spot. Da ist ja Toshas noch da. Toshas macht nicht die zweiten. Die MAC-10 von Palvisha ist ready. Holt sich den Frag gegen uns. Aber Strax, sie verbrennt zum Glück hier Palvisha. Sehr gut. Wir haben die Vorteile jetzt wieder Personal. Aber die Bombe kann gelegt werden. Jetzt hat man eigentlich eine schöne Chance. Askan mit dem Double Frag, der ist jetzt auch drin mittlerweile im Spiel. Ganz stark. Hat auch 14 Frags. Sehr ausgeglichen hier die Dudes auch mit den Frags. Bei Kova muss man einfach sagen, Mendel sieht ganz interessant aus. Ne? 3 Frags, macht aber trotzdem gut Damage. Also der hittet heute nur die Leute an. Ja, was natürlich für das Gegnerteam ein bisschen bitter ist. Ne? Könnte vielleicht nochmal so die Veränderung sein. Aber wir haben ja 6 Matchbälle. Wir können zufrieden sein, meine Lieben. Es ging dann doch am Ende schneller und positiver aus, als wir erwartet haben. Und ich muss ehrlich sagen, so wie jetzt die Dudes spielen, sehe ich hier nicht mehr, dass die was anbrennen lassen. Der Gegner wird wahrscheinlich ihre nächste Niederlage aufs Konto packen müssen. Ganz klar. Also ich bin hier dafür, dass sie jetzt 13-6 das Ding zumachen. Ja, sollte man machen. Wir haben schon gesehen, was alles passieren kann, wenn man das nicht macht. Boah, schöne Aktion. Jetzt fällt er leider. Aber der Straxy ist halt da. Kann hier gleich vielleicht so helfen. Schade. 1-1-Trade. Mehr ist nicht drin. Man muss aufpassen, dass jetzt hier nicht eventuell irgendwie Mendel durchkommt. Der gerade noch besprochene Mendel. Meistens dann immer derjenige,
Ich wundere mich ganz, weil es bei Mendel in meinem Kopf kommt und jetzt fällt es mir ein. Mendel aka Menderes. Irgendwie kam Menderes bei mir im Kopf, wenn ich Mendel lese. Keine Ahnung warum. Und Menderes kennt man ja von ihr Superstar irgendwas, weißt du? Der mal Michael Jackson, glaube ich, werden wollte. Wie auch immer. Oh mein Gott, die Frags gehen gegen uns nicht gut. Die ist du jetzt hier im Duell. Holt den Refracking Snow. Wichtiges Ding. Und Mendel durch am A-Spot. Und die Information hat man natürlich. Aber jetzt hört man die Steps. Otto ist da. Hat den richtigen Riecher. Man weiß, diese Rotation ist deshalb geschuldet, weil irgendjemand auf dem A-Spot ist. Man muss ihn jetzt bloß besiegen, den Gegner. Und ich hoffe, da wird man auch alles jetzt checken. Bitte aufpassen, Straxy. Rechts von dir kommt Mendel. Ich hoffe, er ist nicht stark genug. Mendel geht viel zu offensiv. Mendel holt diesen Frag. Oh, der kriegt den Frag. Uiuiui. Ah, siehst du mit der Smoke. Otto dafür den Bombenträger aufgehalten. Und dann geht Mendel weiter nach vorne. Geht Richtung Mitte. Und das hat aber Otto auf dem Schirm. Otto! Das Timing ist da! Für uns! Die Dudes gewinnen, meine Lieben! Ganz schön, ganz stark. 13-6. Boah, mega. Auf der CT-Seite haben wir nichts mehr anrennen lassen. Aber gar nichts. Nee, also CT-Seite funktioniert. War doch letztes Mal auch so, oder? Ja, war ja auch so. Man hat am Ende... Am Ende wurde man halt die T-Side komplett abgegeben. Am Ende hat man halt, ja, einmal das. Wir hatten, glaube ich, 10-2-Führung. Und dann hat man halt richtig krass. Und dann war mental, wurde man gebrochen einfach als, hier, Ole Farmer G einfach die Jungs hops genommen hat. Die 4K-Klatsch geballert hat. Und das hat extrem weh getan. Ich glaube, das hat dann uns komplett gebrochen. Und deswegen haben wir den Engine verloren. Ja, muss man ganz klar sagen, es war Farmer G sein Game. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich habe es vorhin anders gesagt, warum pickt man immer Ancient? Jetzt weiß ich warum, Paddy. CT ist ja, wenn man natürlich dann vielleicht sogar heute das Glück hatte, man hat als T angefangen und damit eigentlich ganz gut performt, dann konnte man auf CT das Ding ziemlich knapp zumachen, was da auch immer passiert ist in der Map-Auswahl bzw. in der Seitenauswahl. Das wäre natürlich sehr interessant gewesen, warum man da einfach nicht gepickt ja, hat. Ja, das wäre wirklich interessant. Vielleicht kann, hier, Björn. Weißt genau. Du noch was drüber? Mach hast mal du schon was erfahren? Ich will das wissen. Genau. Mach mal deine Hausaufgaben. Ich hoffe, du hast natürlich unseren Cast verfolgt, meine Lieben. Paddy hat es vorhin vorgelesen. Man hat geträumt. Man hat ein bisschen gepennt, hier die Seitenauswahl zu aktivieren wahrscheinlich. Weißt du, was jetzt kommt? Ja. Man spielt jetzt immer T-Side. Nee. USB-Slot ist kurz deaktiviert gewesen. Der Leader musste Maus kurz reconnecten oder was auch immer. Tastatur, weißt du? Konnte nichts eingeben. Bla bla bla, Alter. So ein Ding. Egal. Schönes Spiel am Ende. 13-6 gewonnen. Wir können hier ganz zufrieden. Ah, okay. Das könnte natürlich sein. Das ist natürlich schlecht. Björn, du bist der Beste. Danke, aber dass war wir. War das denn in den letzten Spielen auch schon dann so? Oder haben wir immer die Messerrunde verloren? Weiß ich nicht. Egal. Björn, danke Björn, dass wir beinahe verloren hätten wegen dir. Naja, vielleicht haben wir gewonnen wegen ihm. Nein. Beinahe verloren, sag ich doch. So. Wir sind raus. Schönen Abend. Danke, Paddy, genau. Fürs dabei sein. Euer Albi. Jo, und euer Pat. Peace and out.